Hallo Zeitreisende, willkommen zu meiner Let's Play von Zurück in die Zukunft. Ich erzähl mal, also auf Englisch heißt es halt eben schon mal Back to the Future. Es wurde von Telltale Games entwickelt. Wie schon gesagt, ich erzähl mal so ein bisschen schon mal was über unser Spiel, was wir spielen. Also dieses Spiel, wie schon gesagt, Zurück in die Zukunft, ist halt eben wirklich auch halbwegs eigentlich so aufgebaut wie der Film. Manchmal gibt es halt eben schon Abweichungen vom Film, aber es sollte eigentlich ja schon der Film sein. Man sieht ja auch hier, ne, den Tullurus, ne? Oder El Tullurus, ne? Naja, wie gesagt, man sieht ja hier den schon. Und die Hauptfiguren sehen genauso aus wie im Film. Und es sind halt eben Marty McFly und Doc Brown. Aber er wird ja immer nur Doc genannt. Das Spiel ist in 5 Episoden erhältlich. Also wir spielen jetzt erstmal Episode 1, ist ja ganz logisch, ne? Die erste Episode ist freigegeben für Microsoft Windows und Mac OS X. Und kam am 22. Dezember 2010 raus. Es gibt es auch für die PlayStation 3 und seit 2012 auch für die Wii. Und es ist ein Point-and-Click-Adventures, halt eben so ein Rollenspiel und Videospiel halt eben aus einer Third-Person-Perspektive gespielt. Man kann Marty entweder mit der Maus, Tastatur oder einer Game-Controller bewegen. Also ich spiele hier mit Maus und Tastatur, also ich habe hier keinen jetzt Game-Controller, habe ich jetzt hier nicht. Wie gesagt, man muss es ja auch nicht haben. Und man kann halt eben Objekte untersuchen oder andere Leute ansprechen und bestimmte Aktionen ausführen, um Rätsel zu lösen und Fortschritte des Spiels einfach zu machen. Ich finde einfach, wir sollten hier mal dann einfach schon mal anfangen auf neues Spiel einfach. Also man kann natürlich hier auch Einstellungen, dann kann man noch alles einstellen, aber bei mir ist alles schon richtig eingestellt. Also man kann hier auch mal reingucken einfach. Also hier gibt es halt eben Hinweislevel, Untertitel, Pop-Up-Text, Ziele einblenden oder halt eben die Lautstärke. Bei mir ist eigentlich alles sehr gut eingestellt. Dann halt eben die Grafik, also bei mir ist es halt eben recht hoch. Man muss einfach halt eben auch gucken, wie es einfach hinkommt sozusagen mit einem PC sozusagen. Also welche brauchen halt eben niedriger, welche können auch wer weiß wie hochgespielt werden. Und wie schon gesagt, also ich denke mal, wir fangen jetzt einfach mal an. Dann wollen wir doch mal in die Zukunft reisen. Hehe. Achso, bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Marty neue Ziele hat? Ja, bitte, ich bin noch unerfahren. Nein, danke, ich bin ein erfahrener Spieler. Nee, wir sind noch sehr unerfahren. Also ja, bitte. Habe ich jetzt angeklickt? Okay, habe ich schon. Sehr schön. und wie gesagt, also wir gucken uns das mal an. Also wie gesagt, Telltale Games, ne? Okay, ich bin bereit. Also da hatte man schon Martin gehört. Guten Abend. Ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einy. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf! Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Fahr mit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Mit
meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. So, jetzt dürfen wir hier was aussuchen. Was kriegen wir da? Was habe ich dir gesagt? 140 Stunden! Sie haben einen schon aufgelesen, wo ist der Wagen? Was zum Teufel? Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Heiß auf! Doc, was ist mit dem Auto passiert? Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Sie haben aus einem DeLorean eine Zeitmaschine gebaut. Sie haben aus dem DeLorean eine Zeitmaschine gebaut. Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. So, also hier steht halt eben, Doc braucht sein Notizbuch. Lass Martin nach links laufen, bis du Docs Notizbuch sehen kannst. Und hier halt eben, hol dir Docs Notizbuch, halt die linke Maustaste gedrückt, hier Marty dann in die Richtung, in die laufen soll. Also hier ist auch Hinweise, was bisher geschah. Auf dem Parkplatz der Tin Pans Mall in Hell Valley führen Marty McFly und Doc Brown ein ganz gewöhnliches Rennen mit Docs zeitreisendem DeLorean durch, mit ungewöhnlichem Ausgang. Ja. So, dann halt eben... Achso, ups, da war ich ja eben. Hinweise halt eben, da kann man halt eben hier immer, wähle den Werkzeugkasten aus und nimm Docs Notizbuch. Und halt eben, da kann man halt eben immer den raufklicken, ich brauche noch einen Hinweis oder so. So, und so kann man halt eben bewegen mit, ja, also mit Pfeiltasten kann man ihn bewegen oder wie schon gesagt, oder halt eben wie für gerade, also für... geradeaus, R für links, D für rechts und S für rückwärts sozusagen. So, und wir wollen jetzt zum Werkzeugkoffer. Ein verschlossener Koffer. Was ist in der Kiste? Nicht anfassen! Das ist Plutonium! Plutonium? Wie glaubst du, generiere ich 1,21 Gigawatt Energie? Okay. Okay, Werkzeugkasten. Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur vierten Wurzel von N. Doc, sollten wir nicht verschwinden, bevor die Libyer auftauchen? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht.
Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Doc! Marty, ist alles okay? Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Back to the future. Ja, also wie gesagt, also man hat da ja schon, ne, also wer die Filme auch gesehen hat und so, hat natürlich auch schon eben gesehen, also dass das halt eben wirklich auch nicht im Film wirklich richtig passiert, sondern da kamen ja die Bösewichte, na, und haben die ja versucht, da ein bisschen auszubeuten, sozusagen. Episode 1, es ist an der Zeit. Skript und Design von Andy Hartzell, Mike Stanley. Art-Direktor Derek Sakai. Einstein. Verantwortliche Animation Peter Zeigel. Keine Ahnung, was das für ein Name ist. Verantwortliche Choreografie Eric Patterson. Persons. AKKD. Verantwortliche Programmierung Randy Tutor. Und da die große Box. Leitung Dennis Lennart. Wer das noch kennt, weiß ja, was passiert ist mal. Beraterhandlung Bob Gale. 1986. Dad, hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair. Gut. Aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Mikrofon getroffen. Hi, Bill. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich schwelge nur in Erinnerung. So, durchsuche Docs Labor nach gefährlichen Dingen. Wähle Objekte im Labor aus, um sicherzugehen, dass Doc hier nichts Geschäftliches vergessen hat. Okay, durchsuchen wir doch mal. Ich möchte das da durchsuchen. Hey, lass Biff, mich! Lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar. Entschuldige, Marty. Trottel. Okay. Ich frag mich, warum Doc ihn nicht mitgenommen hat. Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Hm. Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Docs Fische hatten einen komischen Geschmack. Hast du die, Doc? Ach hier, wir reden nochmal hier mit Martins Vater. Hey, Dad. Wer ist für diesen Verkauf verantwortlich? Doc belebt. Was macht Biff hier? Was macht Biff hier? Was macht Biff hier? Er war kein Freund von Doc. Es ist ein öffentlicher Verkauf, Marty. Jeder kann kommen. Sogar Biff. Wer ist für diesen Verkauf verantwortlich? Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet.